Drei gleiche. Also ich bräuchte jetzt vier gleiche. Ja, nee, so nicht. So nicht! Okay. Ja, wir machen das einfach jetzt mal. Ich will noch gegen ihn gewinnen. So schwer kannst du nicht sein. Das ist jetzt so der erste, wo ich sagen muss, okay, das ist schon ein bisschen kniffliger. Ja. Wie gesagt, du kannst halt auch mit der Straße versuchen. Ich weiß immer nicht, wie das so genau. Nee, ich glaube, hierbei wäre es dann die größte. Nee, okay. Ah, ja. Ja, okay. Ich und Pokern, das ist nicht ganz so. Ich glaube, ich bin kein Pokerfreund mehr. Problem ist halt, ich kann halt auch. Ah, okay. So. War hochgepokert. Wie? Sehr hoch. Bring's noch hin. Drei. Mit nichts. Vier gleiche. So. Könnt ihr versuchen? Ja, mit der vier hätte ich Glück gehabt. Das war doch. So. Ne, wir haben ja noch mehr als genug Geld. Mach den Brei jetzt auch nicht fett. Ja, sag ich ja. Muss doch zu schaffen sein. Ich kann doch nicht unbesiegbar sein. Ich stell mich einfach nur blöd an. Ich weiß aber halt auch nicht, mit welchen Kombinationen. Hättest du sie nicht einmal umdrehen können? Ja. Okay. Ich hoffe jetzt einfach mal. Jo. Gleichstand. Boah, und jetzt geht's. Warte.
Total klar. Dann hoffen wir jetzt einfach mal. Eine 5. Das heißt, ein Dreier haben wir. Und da war es dann die höhere Zahl. Wir verzocken einfach mal so unser gesamtes Geld, ne? Dass der aber auch immer so hohe hat. Rein theoretisch. Könnte jetzt, wie gesagt, versuchen, eine Strafe zu kriegen. Verloren. Ich verstehe die Bedingungen darunter nicht. Also drei gleiche sind höher als eine Strafe. Ja, dann konzentriere ich mich wirklich nur noch aufs Gleiche. Das andere keinen Sinn hat. Ich bin im Poker so schlecht. Karten ja noch mehr. Wie viel hat er? Das war Niete. So viel Glück kann kein Mensch haben, ey. Wie? Stimmt. Wir sind noch Schriftrollen. Okay. Da ich durch Zufall jetzt hier gerade drauf gekommen bin. Achso. Ach. Ich kaufe die ganze Zeit, aber wir haben gar keinen. Nehmen wir gar keinen Platz mehr. So. Genussstärke. Stärke Ausbaustufe zu kaufen. Okay. Provieren Weide. Dann, wenn die Vitalität auf 50 ist. Okay. Verblutung und erhöht den Schaden, der Insektoiden zugefügt wird. So, das Gute ist, wir haben hier unser Häuschen. Hier kann ich ja ein bisschen was reinpacken. Oder auch nicht. Oh ne. Kann ich leider nicht. Okay. Schade. Ich dachte, ich könnte das hier irgendwie rüberpacken. Geht leider nicht. Es ist leider kein normales Effekt. Gut.
Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ja, ist ja gut. Ich muss es erst anzünden. So. Perfekt. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ich muss es erst anzünden. Ich bin alt geworden. Jetzt möchte ich mal was gucken. YouTube-Trank. Ach, weil ich... Huch. Nein! Nein, geh nochmal. Noch einmal hier ran. Ah, Dagon-Saft. Was wollt ihr kaufen? So. Wunderbar. Und jetzt, wo haben wir's? Mutagener Trank ermöglicht die Vitalitätsregeneration Stärke Ausbaustufe zu kaufen. Fähigkeit erhalten. Wahrer Mann. Warum? So. Ja, sehr geil. Dann haben wir das auch schon mal. Dann fehlt hier noch einer. Den haben wir. 1, 2. Okay. Den haben wir schon mal 2 Stück. Das ist unvermeidlich. Gibt es hier noch irgendwas? Waldkauz, Dachen. Die Moorkönigin gewonnen wird. Für die Chance schwarz Blut. Okay. Wieder ein bisschen was? Achso, jetzt können wir ja nochmal versuchen, mit dir zu spielen. Wie? So. Wir gönnen uns hier nochmal. Kann ich das auch irgendwie nachgucken? Ich gucke nämlich gerade mal, ob es irgendwelche Kombinationen, also, ne? Wie man das genau gewinnen könnte. Niedrigster bis höchster Wurf. Okay, also höchster Wurf ist tatsächlich 5 Würfel mit gleichem Wert. Vierer ist 4 Würfel mit gleichem Wert. Full House, ein Paar und ein Dreier. Straße groß. Würfel zeigen alle Werte von 2 bis 6. Okay, ja gut.
dann ist klar, warum ich dagegen verloren hatte. So, ich lasse das hier nämlich jetzt mal offen. So, das heißt, er hätte jetzt zwei Paare. Ganz normal. Okay. Das heißt, wir haben auch zwei Paare. Ja, dann ist das gar nicht mal so unsinnig, was ich hier tue. Ja, gut, jetzt sind wieder nur zwei Paare. Ja. Also, es ist echt einfach nur Glück. Es ist einfach nur Glück. Mit Glück kriegt man die Würfel, die man braucht. Und wenn man Pech hat, okay, verzeiht sich. So, er kriegt natürlich immer die Dinger, die er braucht. Wir haben nur zwei Paare. Er ist mit einem Dreier natürlich drüber. Der Kerl muss aber auch irgendwann mal pleite sein. Er hat nichts. Gut, wir haben schon mal einen Dreier. Das heißt, er muss zwei Paare, Paar oder nichts haben. Jo, erste Runde gewonnen. Endlich mal wieder. Wir haben ein Paar. Ja, zwei Paare. Das heißt, wir können ihn nur schlagen, wenn wir drei Würfel hätten. Wenn ich eine 1 oder 6 würfeln würde. Riskieren wir es? Das ist halt die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ach komm, machen wir. Ach, scheiße. Also wieder verloren. Jetzt geht es natürlich. Drei gleiche. Scheiße. Gewonnen. Also er. Das ist so unglaublich. Problem ist halt, wir würden, glaube ich, dann nicht nochmal wieder hierher zurückkommen, wenn wir jetzt aufgeben. Okay. Ein Dreier habe ich. Erste Runde gewonnen.
Oh. Wenn ich die zweite Runde auch mal gewinnen würde. Das sieht gut aus. Wir haben Vierer. Wir haben schon mal Vierer. Okay, Full House ist unter dem Vierer. Full House ist unterm Vierer. Wir müssten eigentlich immer noch. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben endlich Game Genie gewonnen. Und wir kriegen noch nicht mal was dafür. Nicht eins, ich habe gegen den Einzigen gespielt, gar nichts. Das war einfach komplett nutzlos. Das ist unbefriedigend. Das ist jetzt richtig unbefriedigend. Der sagt einfach mal so gar nichts zu. Ich mühe mich hier ab, gegen den hier anzutreten. Und dann kommt sowas. Der will mich doch komplett vergolen. Ohne piepeln wird er mich. Gut, okay. Bitte einmal bis zur Dämmerung. Darauf brauche ich jetzt mal Energy. Welchen Strohhalm nehmen wir? Wir nehmen mal den grünen. Bringen wir gelernt sein. So. Erst noch eine Mittagserscheinung. Wir wollen jetzt schnell da einmal zu dem Hügel hin. So, aber trotzdem nochmal speichern. Wer weiß, ob und wie. Die Sonne erscheint. Okay. Bin ich zu spät? Bin ich zu früh? Bin ich... Ja, was bin ich? Sei brav. Mhm. Ja, wo bleibt denn der Sporn? Dies. Kann sie aber auch so null auf ihn verlassen. Nicht am Abend. Ist es denn nicht Abend? Gut, dann weil ich glaube, damit kommen wir immer noch genau drauf. Da hinten ist er. Jetzt kommt er erst. Boah. So, naja gut. Ich werde einmal ganz kurz in die Pause gehen. Ziemlich ganz mal kurz, jetzt trink mal kurz wohin. Und ja, dann geht es so gleich weiter.